Wir befinden uns hier vor Schloss Löbenau. In wenigen Minuten wird Dieter Mohr, der beliebteste Schweizer in Brandenburg, aus seinem Buch lesen. Im Hintergrund hören Sie die Bläsergruppe des Ortes, die proben für das Spreewaldfest. Ja, finde ich toll, oder? Macht die Atmosphäre gleich so, man hat das Gefühl, man hat jetzt die Zeiten gewechselt, oder? Und ist irgendwie 200 Jahre früher und wir sind die Grafen auf dem Schloss. Ja, Herr Mohr, also in der Schweiz wäre das wahrscheinlich diese große Tuba, wie heißt sie, dieses Horn da, was man da Das Alphorn. Das Alphorn, ja. Ja, das Alphorn, das wird man erleben können bei unserem Dorffest, 14. August. Da gibt es ein paar Schweizerinnen und ein paar Preußinnen, die in Berlin tatsächlich sich zu einer Alphorn-Gruppe versammelt haben und die werden dann bei uns auf unserem viel bescheideneren Gütchen aufspielen. Aha, wir würden gerne über Ihr Buch sprechen, Herr Mohr. Ja, gerne. Ja, Sie sind... Sie haben es bestimmt selber gemerkt, einer der beliebtesten Schweizer überhaupt geworden, die in Brandenburg leben und wohnen. Ich habe mir diese Gedanken gar nicht gemacht. Wenn Sie das sagen oder wenn ich jetzt höre, dass da tatsächlich unglaublich viele Menschen zu dieser Lesung kommen wollen, bei so einem Wetter, wo man ja auch manch anderes tun könnte, zum Beispiel einen schönen Grillabend, dann freut mich das natürlich. Also das Buch scheint in der Tat gemocht zu werden. Und das ist für jemanden, der eigentlich ja kein Schreiber ist, sondern einfach mal geschrieben hat und viele schlaflose Nächte hatte, ob das nun gut kommt oder ob das ganz schlimm ist, ist es natürlich jetzt einfach wie ein Geschenk. Ja, was meinen Sie, woran liegt das? Liegt das daran, dass Sie sich doch sehr intensiv mit den Menschen hier befasst haben in Brandenburg, dass Sie versucht haben sehen? Ich glaube, es liegt an diesem, es gibt ja in der Kommunikationslehre so, du brauchst den Dritten. Also ich finde, Brandenburg ist das unterschätzteste Bundesland Deutschlands. Und mich hat das einfach, ich bin ja da hingekommen, naiv von außen, wie ein Alien, der auf einem fremden Planet landet und habe festgestellt, dass all diese Klischees, die ich natürlich vorher schon gehört hatte und die, wir wurden ja gewarnt nachgerade nach Brandenburg zu ziehen, dass die alle in einer skandalösen Weise nicht stimmen, dass ich richtig zornig wurde und gesagt habe, was ist los? Ja, haben die alle die alten Dichter vergessen, die preußischen Tugend so gelobt haben und jetzt soll das plötzlich was... Wurde dann Volk ausgetauscht oder was soll das sein? Und wenn natürlich jemand von außen kommt und sagt, das ist gut hier, das ist ein schönes Land, es gibt Natur, es gibt solche fantastischen Orte, an denen wir gerade stehen, es gibt Seen, es gibt Flüsse, es gibt kleine Dörfer, die in ihrer Struktur noch stimmig sind. Ja? Wenn das jemand von außen sagt, das ist einfach mehr Wirkung. Man kann ja nicht selber sagen, Brandenburg ist toll, wenn man Brandenburger ist, aber man kann sich freuen, wenn es jemand von außen kommend so sieht. Ja, aber manchmal haben Sie so eine nette Formulierung drin, da mussten wir schmunzeln. Sie nennen sich dann selbst den kleinen Schweizer, wenn Sie aus Ihrer Vergangenheit heraus das Ganze so ein bisschen betrachten und sagen, ah, in der Schweiz war es doch manchmal besser, aber dann doch wieder zurückkommen auf Ihre... Besser wollte ich gar nicht schreiben, sondern einfach anders. Also mir ging es darum, deswegen habe ich auch im Buch diesen kleinen Schweizer gebraucht, der quasi in mir schlummert, der immer sagt, es muss alles exakt sein und man muss aufpassen und diese Kompliziertheit und diese ewige Angst, im Gegensatz zur brandenburgischen großen Direktheit, brauchte ich einfach aus dramaturgischen Gründen. Und dieses Pseudo-Bessere der Schweiz, das hat einen hohen Preis. Also diese Sicherheit hat zum Beispiel den Preis des Nicht-Leben-Könnens oder diese Rücksichtsnahme, die sehr vielen deutschen Gästen in der Schweiz zuerst angenehm auffällt, hat den hohen Preis des sich nicht füreinander interessieren. Also wenn ich kann so rücksichtsvoll werden, dass ich sage, ja, ich sage jetzt lieber nichts mehr, wer weiß, was die dann denken, wenn ich jetzt was Falsches sage. Und das wird sehr kompliziert im täglichen Leben. Ja, Sie schreiben auch in einer Formulierung, das ist so, die Schweiz ist eine riesige Eisenbahnplatte, wo alles fertig angeklebt ist. Ja, so kam mir dieses, also das ist mir irgendwann eingefallen, dieser Vergleich, den verwende ich auch wirklich sehr gerne. Es ist einfach alles fertig. Also da, wo wir leben, da gibt es noch eine Menge zu tun. Da ist immer noch was zu tun und noch was zu verbessern. Und die Menschen sind auch bereit zu tun. Es sind Tätermenschen. In der Schweiz ist alles fertig, eben wie so eine Modellanlage, wo... die keinen Spaß mehr macht, wenn sie fertig gebaut ist. Solange man da bastelt und die Häuschen hinstellt, macht das Spaß und irgendwann ist sie fertig, dann staubt sie nur noch vor sich hin und dann müsste man jemand kommen und sagen, so, jetzt reißen wir das alles wieder ab und bauen eine neue Anlage, die dann wieder Spaß macht. Das geht natürlich mit einem Land nicht, Gott bewahre, aber so dieses Grundgefühl hatte ich da sehr stark. Es ist alles angeklebt, es ist alles geordnet. Jeder guckt, dass sein Gartenzaun unverletzt bleibt und man muss in dieser Enge aufpassen, dass einem nichts passiert. Das hat mit der Weite von Brandenburg natürlich überhaupt nichts zu tun. Das ist das pure Gegenteil. Wenn Sie, sagen wir mal, ich verwende mal den Begriff Außenstehender, wenn Sie als Außenstehender auf dieses Land schauen, was würden Sie denn empfehlen, was man eigentlich noch besser machen könnte, was Brandenburg besser machen könnte?
müssen sich die Menschen ändern. Brandenburg sollte selbstbewusster werden. Vielleicht sollten sich Brandenburger ein bisschen was abschauen von dieser manchmal ja unbegründeten Selbstsicherheit der Bayern. Die haben so, mir, das ist ja, mal. Also mehr dazu stehen, was man ist. Also erkennen, dass es gut ist, wie es ist. Und erkennen, welche Fähigkeiten hier schlummern, welches Potenzial da schlummert. Ich glaube, einfach nur mehr Selbstbewusstsein würde schon eine Menge auslösen. Kommt aber auch. Also am Anfang, als wir in dieses Dorf gezogen sind, haben die Leute, also jetzt sind es ja gute Bekannte, aber damals waren es für mich Fremde, und gesagt, wie hier ist schön, was soll hier schön sein? Und mittlerweile ist es aber schon so, dass sie sagen so hin und wieder so, na Dieter, ist schon schön hier. Also einfach nur mehr Selbstbewusstsein. Es gibt gute Gründe, selbstbewusst zu sein. Gerade viele ältere Leute empfinden ja noch gar das Verhältnis zwischen Ost und West als so einen kleinen, ja, manchmal persönlichen Ost-West-Konflikt. Ja. Ja. Wenn Sie das sehen, oder sehen Sie das auch so? Sehen Sie, dass man da vielleicht was machen könnte? Überhaupt nicht. Ich sehe, also ich kann da, fühle mich da auch gar nicht so wahnsinnig kompetent, weil ich ja weder in der BRD aufgewachsen bin, noch in der DDR. Ich glaube, die Menschen kämpfen einfach um ihre Jugend und um ihre Kindheit. Das ist sehr schwierig, das zu trennen, glaube ich, für die Leute oder auch für einen Wessi, der wenn ich kann nachvollziehen, dass jemand sagen möchte, es war doch nicht alles schlecht, ich hatte eine schöne Kindheit, ich habe eine Schulausbildung, ich bin doch jemand. Mhm. Und wenn man natürlich ein ganzes Land in Klump hat, weil es ein in der Tat schreckliches politisches System hat, dann kriegen die Menschen natürlich ein Identitätsproblem. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass jemand einfach nur sagen möchte, Mensch, ich hatte Freude an unserem Trabi und diese Urlaube, die wir hatten in Rumänien, die waren klasse. Das war, wir mussten nicht nach Rimini, wir hatten es auch gut. Mhm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Man muss es nur einfach trennen vom System. Also niemand wünscht sich ja die DDR mit all diesen Schrecklichkeiten zurück. Aber man darf den Menschen auch nicht ihre Vergangenheit wegnehmen. Herr Mohr, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Das war Dieter Mohr, der Schweizer in Brandenburg mit der tiefsten Stimme seit Elmar Gunsch. Oh, seit Elmar Gunsch.